Hallo, ihr lieben SEO-Freunde da draußen. Herzlich gegrüßt, liebe SEO-Gemeinde. Ich sitze hier neben Julian von SEOkratie, ein SEO-Mann der SEO-Szene. Heute einen sehr spannenden Vortrag auf dem SEO-Day gehalten, aber bevor wir darauf eingehen, kurz ein paar Worte zu dir. Ja, wir sind einfach eine SEO-Agentur. Wir sind eigentlich beides. Wir machen zum einen SEO für Kunden, zum anderen haben wir aber auch viele eigene Projekte, mit denen wir eben über Affiliate und so weiter Geld verdienen, also fahren quasi zweigleisig. Ja, und ich bin schon länger im Business. Ja. Länger im Business, ungefähr in Jahren? In Jahren sind es ungefähr 5 Jahre. Das reicht auf jeden Fall aus, um einigen da draußen einen Punkt vor den Komma oder auf die Nase zu machen. Wie sagt man? Ist ja auch egal. Wichtig ist nämlich, heute ging es um die SEO-Spionage. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Vortrag. Ja, also da ging es eben um zwei Sachen. Zum einen, wie man eben seine Mitbewerber, ich schaue da unten. Kamera, das darf aber wir können beides machen, in die Kamera und hier, also wir hatten heute schon alles, also das ist komplett, wie du gerne hast, also, weil da draußen, euch da draußen kommen jetzt nämlich extrem coole Infos um die Ohren geflogen. Ja. Also zum einen ging es darum, wie man eben seine Mitbewerber analysiert und eben schaut, was für Projekte die noch haben, jetzt nicht unbedingt um denen an die Karre zu fahren, sondern eben auch zu schauen, wie arbeiten andere SEOs eigentlich, und zum anderen ging es eben darum, wie man sehr viele Informationen, eben Backlinks zum Beispiel, in kürzester Zeit auswertet, ob die gut sind oder nicht, und genau, das Ganze sortiert. Hast du auch ein Stück weit das Thema betrachtet, Linknetzwerke in Anführungszeichen aufzudecken? Oder worum ging es da? Da ging es auch drum. Boah, kannst du da vielleicht was drüber erzählen, oder ist es hier zu heftig vor der Kamera? Nee, das geht schon. Also das ging sogar ein bisschen weiter. Also über Linknetzwerke aufdecken habe ich eigentlich gar nichts gemacht, weil das relativ einfach geht, indem man eben schaut, welche Seiten verlinken sich gegenseitig und sowas, da findet man es ja relativ gut raus. Viel schwieriger ist es eigentlich, wenn die Seiten nicht miteinander verlinkt sind und eben zum Beispiel auch auf verschiedenen IP-Adressen liegen, und da habe ich eben drauf, weil das sind eben dann die Seiten, die sollen dann nicht im Linknetzwerk erscheinen, und die habe ich dann eben eher im Radar gehabt. Linknetzwerk geht eigentlich ganz einfach, indem man einfach die Backlinks sich anschaut und dann rausfiltert, welche Links, wo im Prinzip die einzelnen Kreise sind und die Link-Kreise sozusagen. Ja, super spannend. Und was rätst du allen Leuten da draußen, die jetzt anfangen, im SEO-Business mit Manipulationsgedanken ihr Geld zu verdienen und dich dann im Nacken haben? Was rätst du denen? Wie können sie dafür Sorge tragen, dass du sie nicht entdeckst? Es geht gar nicht darum, dass ich sie nicht entdecke. Es geht eher darum, dass man aufpassen sollte, wenn man quasi zu viele Webseiten hat. Also ich rede jetzt nicht von 10, 20 Webseiten oder sowas, dass man immer versucht, man sollte immer versuchen, keine Footprints zu hinterlassen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben 10 Domains mit jeweils 10 Social Bookmarks geschossen und dadurch eine ganze IP kaputt gemacht, also auch gute Projekte. Da ist Google sehr sensibel geworden. Immer wenn es standardisiert wird, also man holt sich von dem gleichen Bookmark-Portal zum Beispiel immer die für alle seine 10 Domains im gleichen Zeitraum Links, oder man holt seine Links insgesamt von den gleichen Quellen, dann gibt es Probleme. Oder ja, was eben in Sachen Linknetzwerk gefährlich ist, ist, wenn es dann wirklich groß wird, also wenn es dann um hunderte oder tausende Domains geht, dann kann einem das richtig um die Ohren fliegen. Wenn die Projekte gut und schön sind, nicht übermäßig miteinander verlinkt und vor allen Dingen wirklich Mehrwert bieten für den User, dann braucht man eigentlich keine Angst haben, dass die entdeckt werden. Mal ganz provokativ gefragt, die Dinge, die du jetzt herausgefunden hast, um Sachen zu hinterfragen, zu schauen, wie andere vorgehen, um zu arbeiten, das kann doch Google eventuell auch? Ja, Google kann alles. Google kann wirklich viel mehr als also ein Linknetzwerk aufdecken. Das war quasi, ich habe auch geredet über, dass man zum Beispiel kein Analytics, nicht den gleichen Analytics-Account verwenden sollte. Es ist allerdings so, dass Google zum Beispiel sogar trackt, wenn man sich bei jemand anderem einloggt. Also wenn ihr mehrere Analytics-Accounts habt und ihr loggt euch mit demselben Rechner ein, genau, dann hat Google das für alle Zeiten gespeichert, und zwar wirklich für alle Zeiten. Das ist nicht nur so, dass sie es ein bisschen machen, sondern diese Accounts sind für alle Zeiten miteinander verknüpft. Deswegen passt auch auf, wenn jemand bei euch zu Besuch kommt und sich einloggt, der ist dann auch mit eurem Account verknüpft. Das ist wirklich also so. Lass niemals einen Blackhead an deinen Laptop. Ja, genau. Es ist wirklich, wirklich so, dass Google das für alle Zeiten speichert. Und auch Impressumsbilder können sie rausfiltern. Was sie eben nicht können, sind zum Beispiel Whois-Daten. Das ist immer so ein großes Ding in Deutschland. Die .de-Domains sind nicht von Google einsehbar, wem die gehören. Aber eben Impressen,
auch wenn man sich mit Toolbar in wp-admin zum Beispiel bei WordPress-Blogs einloggt, hat Google das drin. Da gibt es so viele Sachen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Google wahrscheinlich sogar über mich die meisten Domains weiß, wenn man es nicht übertreibt. Das heißt, ich darf dich auch nicht zu mir nach Hause einladen und am Laptop einloggen lassen. Ja, ja, das wäre schon problematisch. Aber wenn man wirklich Black Hat-Projekte hat, dann sollte man wirklich einen anderen Computer nehmen, eine andere IP-Adresse nehmen mit einem Proxy-Server und da wirklich alles, also dass wirklich gar nichts auf einen zurückführt. Ja. Wow, okay, ich glaube, da haben wir einige wichtige Tipps noch da draußen mitgeben können, die die Leute noch nicht kannten, und damit schließen wir ab und fragen noch ganz kurz deine wichtigsten Impressionen des SEO Days. Hat es dir gut gefallen? Was ist dein Fazit bis jetzt? Noch vor der Party kann man natürlich nicht ein Komplett-Fazit ziehen, aber was hat Fabian und der ganze Organisationscrew dahinter geleistet? Was gut gemacht worden? Was könnte man nächstes Jahr eventuell on top setzen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man muss erstmal die Party abwarten. Das ist ja das Wichtigste. Nee, aber so ist super, eine tolle Location, coole Leute. Die Vorträge waren super. Also zum Beispiel vom Oliver Hauser oder vom Mediadonis und Nils. Die sind immer gut. Und ja, es ist halt einfach schön, immer die Leute zu sehen aus der Szene. Und die Konferenz an sich ist auch, also wie gesagt, tolle Location, gutes Catering sogar. Was nicht immer selbstverständlich ist, und ich finde es auch gut, dass alles an einem Platz ist, dass man nicht jetzt so verstreut dann ist. Und wie gesagt, aber die Party muss man halt noch abwarten. Und da bin ich auch schon ganz heiß gespannt. Und ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview und für die coolen Tipps da für euch da draußen, die es gratis oben drauf gab aus dem SEO Day Lager in Kölle. Und viele Grüße aus Köln in die ganze Welt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.